In diesem Video geht es um die Fahrt nach Jerez de la Frontera. Und um unseren Aufenthalt abends noch in der Stadt. Seid gespannt und bleibt dran. Kleine Pause bei kaltem Wetter, sonnig, windig, auf 950 Meter oder so ähnlich war es. Ich mache hier Los Schmiros Bocadillos. Genau, kleine Brötchen backen, schmieren. Dafür hat es hier aber doch ein sehr beeindruckendes Panorama. Hier ist auch irgendwo ein Fluss, den siehst du allerdings hier von diesem Parkplatz aus nicht. Das ist die Autobahn, auf der wir gerade fahren Richtung Jerez. Kann man von hier aus gut sehen. Ich habe mich getäuscht, tatsächlich sieht man das Wasser. Ich kann jetzt allerdings von hier aus nicht erkennen, ob das ein See oder ein Fluss ist. Ist so ein Parkplatz hier neben der Autobahn. Jetzt fliegt ein bisschen Müll rum, geht aber noch, ehrlich gesagt. Also ich finde, dass es in Deutschland manches Mal schmutziger aussieht als hier jetzt auf diesem Parkplatz. Ja, und die beiden sind da hinten am Auto. Ich hoffe, man versteht überhaupt irgendwas bei dem Wind. Und an eine Ecke dieses Parkplatzes sollte man sich nicht begeben, da scheint die Toilette zu sein, allerdings ohne Toilette. Jetzt werde ich mir erstmal ein Brötchen holen mit Chorizo und dann stärken wir uns und dann geht's weiter. Wir machen unser Frühstück gerade hier. Mit diesem Panorama ist es sehr windig und kalt. Das Panorama hier, das ist schon ein. Ja, das kann man so sagen. Guten Appetit. Wir sehen uns später. Das heißt kein Wies.
vielleicht haben sie hier die Brücken so konstruiert, dass man nicht rausgucken kann, rechts und links. Das haben wir auch blöd gemacht. Ja. Wäre jetzt ein schönes Panorama gewesen, aber naja. Ja. Dann eben nicht. Angekommen in Jerez, das ist unser Zimmer. Also das ist jetzt das Bad. Das ist ordentlich. Ja, da oben hat es Stockflecken. Naja. Wie das in diesen Häusern halt so ist. Bisschen verwunderlich ist, dass die Tür zum Bad Fenster hat, Einsätze hat. Aber das Zimmer selber ist gut. Mit Kühlschrank, einem kleinen Tischchen, sehr klein. Den beiden Betten. Einer Klimaanlage. Einer Frau mit blanken Busen. Einer Frau mit angezogenen Busen. Busen. Fernseher, Bild. Hund. Und jetzt gehen wir in die Stadt einen Kaffee trinken. Ja, Jerez liegt in der Provinz Cadiz, ist bekannt für seinen Sherry. Langsam werden auch die Erinnerungen wieder wach, genau, wo man ist, genau. Auch wenn es schon länger her ist, ja. Wir waren ja schon mal hier. Jerez hat 212.000 Einwohner und außerdem die andalusischen Pferde sind hier auch sehr bekannt. Ja, und jetzt gehen wir mal weiter, da hinten ist was los. Da sieht man, dass die Stadt vom Sherry abhängt. Süchtig. Mal ein bisschen Wasser ab, wenn der Wind von hinten kommt, ne? Das stimmt. Ist sehr angenehm. So. Ja. Sind wir wieder? In Jerez. Hier sind viele mit Flamenco-Kleider unterwegs. Ja. Du musst irgendwie ein Festival oder ein Fest sein. Sieht irgendwie danach aus, aber wir wissen es nicht. Diese lila blühenden Bäume, die hier überall an den Straßen stehen, das sind Palisanderholzbäume. Ja, und auch hier die Kathedrale von Jerez. Mit einer kleinen Kirche daneben. Die ist übrigens direkt neben Tio Pepe, direkt neben González Bias. Ich finde, González Bias klingt immer so ein bisschen nach Herzoperation. Hier ein prachtvoller Bau mit Wasserspeiern und einer Statue davor. Und bei der Person, die man hier auf einer Statue verewigt hat, handelt es sich um Papst Johannes Paul II.
hier sieht man Zitrusfrüchte. Das sind Pomeranzen. Die sind mit den Orangen verwandt. Das sind Bitterorangen. Daraus wurde die richtige Orange gezüchtet, die wir heute im Laden kennen. Und durch weitere Züchtungen wurden auch die Kerne entfernt. Ja, das ist dann die Nabelorange, die wir zu Weihnachten auf dem Teller haben. Genau. Und hier stehen überall diese Pomeranzenbäume an den Straßen rum, so als Straßenbegleitgrün. Ja, das ist Dekoration. Im Oktober, also im Herbst, hat man natürlich die Orangen dann auch richtig ausgereift schon dran. Jetzt haben wir nur die unreifen Früchte und dann kann man daraus auch Bitterorangen Essenz machen und als ätherisches Öl dann verwenden. Aber essen kann man die nicht wirklich, die sind sehr bitter wohl. Ist das eine Bitterorange da? Ja, das ist wahrscheinlich noch eine alte. Von letztem Jahr übrig geblieben. Jahr übrig geblieben. Na dann. Wie man hört, machen sie hier auch Hausmusik. In der Stadt. Ole. Ja. Jetzt ein Kalbsteak und eine Gemüse. Paella Verdura ist das. Genau. Eine mit, nur mit Gemüse. Genau. Raus.